Ja, hallo und herzlich willkommen bei coinbucks.de. Ich melde mich heute mal unangekündigt mit einem Video. Ist ja immer noch besser, als wenn ich es verspreche und nicht einhalte. Ja, ich habe die Gewinne auf jeden Fall gerade schon mal rausgehauen, bezüglich des Weihnachtsgewinnspiels, was wir aktuell haben oder hatten bis gestern. Und da gab es hier wieder 10x25 Ledger zu gewinnen, 10x25 Euro zu gewinnen in Bitcoin und dreimal den Ledger Nano S, wie beim letzten Mal auch. Übrigens vom letzten Mal, die Dame, die ich auch nochmal persönlich angeschrieben hatte, die gewonnen hatte, von der habe ich bis jetzt noch keine Adresse, deswegen konnte ich das leider nicht zuschicken bis jetzt. Die anderen, da ist es schon rausgegangen. Vielleicht haben die sogar Glück und es ist bis Weihnachten noch da. Ja, dann fange ich am besten erstmal an und erzähle, wer gewonnen hat. Weil das interessiert wahrscheinlich die meisten momentan. Also wie gesagt, 25 Euro. Ich lese jetzt nur die Usernamen vor, um einfach die Anonymität zu gewahren. Es war aber wieder der Fall. Es können halt nicht alle momentan wissen. Wenn ich den Namen, den ihr bei Facebook habt, nicht im System finde, dann kann ich euch den Gewinn nicht zuordnen. Also ich hatte schon ein paar, da hätte ich jetzt auch gesagt, ihr habt gewonnen. Ging aber nicht, weil ich den Namen nicht gefunden habe. Einige haben schon den Usernamen mit dabei geschrieben, die wissen das dann quasi. Also wenn ihr einen anderen Namen bei Facebook habt, das gibt ja manchmal unterschiedliche Gründe dafür, dann tragt bitte euren Usernamen dahinter. Gibt aber auch ein paar, erzähle ich gleich mal, die sagen sogar ihren eigenen Usernamen falsch. Also fange ich einfach mal an. Also 25 Euro hat gewonnen einmal Sektion Carsten als Username. Dann Orchidee, da habe ich, ich habe gesehen, du hattest hinterher nochmal kommentiert, aber selbst beim ersten Kommentar habe ich einfach einen von deinen Nachnamen abgeschnitten und dich dann gefunden. Auch du hast 25 Euro in Bitcoin gewonnen. Dann der User Blautmann hat auch gewonnen. Hansiland hat auch 25 Euro gewonnen. René Hermann hat auch, also der Username, hat auch 25 Euro gewonnen. Dann habe ich hier einen User, da habe ich erst noch mal kurz überlegt, aber ich habe noch mal ein Auge zugedrückt. Nummer 4 hat auch 25 Euro gewonnen, hat er ja in dem Kommentar geschrieben, dass er wohl Glück gehabt hat und mittlerweile sogar Kryptomillionär ist. Ja, da kann man ja trotzdem jeden Cent gebrauchen, ich kenne das ja auch. Und ja, ganz unten war da noch mal ein Kommentar, was von einem unserer Moderatoren wohl auch wieder beendet wurde. Da ging es um die 200 Klicks, dass keine Informationen und so weiter da sind. Das stimmt nicht. Das hatte ich schon angekündigt, auch im Blog und so weiter. Also ich hatte schon gesagt, dass wir da eine Änderung machen. Die Gründe, warum, wieso, weshalb, kann man da auch nachlesen. Einfach mal in die Blogartikel gucken. Also da ist nichts ohne Grund. Und wenn du da jetzt irgendwie Probleme hast, dann melde dich bitte einfach an die E-Mail-Adresse. Das kann einige alte User vielleicht unschön gerade treffen. Dann kann man sich aber einfach melden. Das ist einfach, weil das System da komplett greift. Also für alle gilt wieder diese Regel, erst 200 Klicks, bevor man eine Auszahlung machen kann. Das hat ein bisschen was auch mit Sicherheit zu tun, hatte ich schon ein paar Mal erklärt, das würde jetzt das Ganze wieder ausweiten. Mache ich mal weiter. Wer noch gewonnen hat, 25 Euro, ist der Username Gabepo, dann Alak, Julia26, Mojito, Crazy und Stevie. Nee, Stevie hat keine 25 Euro gewonnen. Ich bin schon wieder ein zu weit gerutscht. Also Crazy ist der Letzte, der die 25 Euro gewonnen hat. Ich lese jetzt schnell noch mal einmal durch die 10 Gewinner. Orchidee, Blautmann, Hansiland, René Hermann, Nummer 4, Gabepo, Alak, Julia26 und Mojito. Und Crazy, genau. So, und jetzt kommen wir zu Ledger Nano. Es gab ja drei Ledger Nano S Gewinner, wie beim letzten Mal auch. Da hat nämlich dann gewonnen der Stevie. Also nicht traurig sein, dass du keine 25 Euro gewonnen hast. Du hast dann den Ledger Nano S gewonnen. Dann Dusty Black. Ja, zu dir habe ich zu sagen, dich habe ich auch gesucht. Ganz toll, dass du deinen Usernamen da hingeschrieben hast. Er war aber nicht richtig. Da fehlte noch eine Zahl hinten dran. Ich nenne sie jetzt mal mit Absicht nicht. Vielleicht hast du es ja absichtlich so gemacht. Ist kein Doppel-Account, falls sich das andere fragen. Da wurde einfach nur eine Zahl vergessen. Und der letzte Gewinner ist Ande 1106, auch ein Ledger gewonnen. Also die drei, die den Ledger gewonnen haben, bitte eure Adresse an info@coinbucks.de. So, ja, Kevko, keine Ahnung, warum du nichts gewonnen hast. Vielleicht beim nächsten Mal. Einfach nochmal probieren. Genau, dann komme ich noch einmal ganz kurz. Ich hatte ja heute auch nochmal News geschrieben, einfach nochmal, um das kurz zu erklären. Das Forum ist ja wie angekündigt deaktiviert. Das ist einfach, weil wir jetzt hauptsächlich auf Slack umsteigen. Das wird zu viel einfach auch mit Facebook, Forum und so weiter.
Und zusätzlich hat uns das Forum auch negative Dinge in den Suchergebnissen gebracht. Das hat auch damit zu tun, wenn halt alle ihre Signaturen, das hatte ich ja erlaubt, dass man da seine Links reinpacken kann. Und da ist natürlich auch sehr viel Scam mit dabei gewesen. Und wenn das nicht jeder immer so aufpasst, dass ob der Link noch funktioniert oder nicht, erkennt Google das halt nur als, als negativ, wenn wir da tausende Links haben, die zu nichts führen, weil es die Seiten nicht mehr gibt. Und wie gesagt, alles können die Moderatoren halt auch nicht machen. Und deswegen haben wir das da jetzt erstmal getrennt. Heißt nicht, dass wir auf lange Sicht keins mehr haben. Also wenn, dann suchen wir da so Integrationsmöglichkeiten. Slack lässt sich in viele Dinge integrieren. Und das ist auch der Grund, warum wir da jetzt umsteigen. Das hat auch noch mit dem Support und so weiter zu tun. Da lassen wir uns ja auch was einfallen. Und das wird dann letztendlich alles mit Slack verbunden. Die Wartungsarbeiten an der Webseite, das wird man gleich mal zwischendurch merken. Da wird es ab und zu ein paar Seiten geben und wieder verschwinden. Ich sage dann Bescheid, wenn das zu Ende ist. Ich möchte das einfach ein bisschen mit mehr Informationen erweitern. So einfache Punkte, wer sind wir und Laufbahn und so weiter. Einfach so ein paar mehr Informationen, damit man vielleicht auch nicht, einfach für User, die gerade neu sind und unsere Geschichte noch nicht kennen. Dann hatte ich letztmalig die Möglichkeit, ich habe es sogar bis gerade noch erweitert, ich weiß gar nicht, ob es aufgefallen ist, ich hatte eigentlich gesagt bis 12 Uhr, dass man seine Auszahlungen auch noch abbrechen kann. Das hat einfach den Grund, dass ich momentan, ich weiß, ich habe jetzt gerade noch nicht geguckt, aber bis gestern war es immer noch so, dass ich eigentlich mindestens 10 Euro pro Auszahlung gezahlt habe, egal ob ich nur 5, 10 oder 100 Euro gezahlt habe. Es wurde teilweise sogar teurer, ich wollte gestern auch, was war das? Ich glaube, 500 Euro wollte ich überweisen und sollte 126 Euro Gebühren zahlen. Und wenn ich dann auf schnell, ich bin eigentlich einer, der immer gerne lieber auf schnell geht, da hätte ich sogar irgendwie 180 bezahlen müssen. Also unglaublich, was da für Werte sind. Das ist auch nicht umsonst, dass Blockchain ja, egal ob man jetzt mit der App reingeht oder über PC, wird ja ständig angezeigt, dass dass die sich im Grunde genommen entschuldigen, dass es nicht an Blockchain, es liegt auch nicht an Coinbase oder an Blockchain, es liegt einfach an den Minern, also die praktisch die Bitcoins momentan generieren, die haben da ja so eine Art, ich weiß nicht, ob man es Monopolstellung nennen kann, aber die können halt gerade den Preis bestimmen. Es gibt ja keine andere Möglichkeit, wenn alle sagen, wir nehmen jetzt so viel, und da arbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe, Blockchain auch momentan an Lösungen. Und deswegen würde ich einfach raten, einfach noch ein bisschen zu warten, ich selber mache das auch. Wer so die steuerlichen Dinge beachtet, der sollte sowieso immer ein bisschen gucken, wie er was auszahlt und was er wie lange spart. Da müsste man, ja, es weitet auch wieder aus. Ich habe aber gleich noch was, da präsentiere ich wieder so die aktuellen Zeitungen, die sich momentan lohnen in dem Thema. Und da gibt es zum Beispiel zum Punkt Steuern auch gerade eine Zeitung, die da das eigentlich ganz gut erklärt. Bis zu 20% sind es eigentlich so im Durchschnitt, was die Gebühren momentan da so verlangen bei Bitcoin. Und wenn einer 10, ich habe jetzt gerade mal geguckt, es waren immer noch ganz viele mit 10 Euro da drin, das kann wirklich bedeuten, dass ihr praktisch 10 Euro und 10 Euro Gebühren habt. Das heißt, es kommt letztendlich nichts an. Bitte nicht verwechseln, wir hatten hier letztes Mal einen User, der droht mir auch momentan mit Staatsanwaltschaft. Den wird man bestimmt noch ein paar Mal lesen, denke ich mal. Der hatte schon mal eine Chance von mir bekommen. Da hat er mich auch schon beim Ordnungsamt ohne Erfolg natürlich angeschissen, dann hat er sich entschuldigt nach Monaten, weil er mitgekriegt hat, dass wir doch kein Scam sind und so weiter, er ist dann wieder drin gewesen. Jedenfalls hat er jetzt vor kurzem eine Auszahlung gekriegt, ich glaube, es waren so um die 20 Euro, und damit es auch mal alle wissen, vielleicht wissen es gar nicht alle, also ich sehe wirklich nur die Bitcoin-Adresse, ich sehe nicht, welchen Anbieter ihr dahinter habt, ob ihr bei Zapo, Blockchain oder sonst wo seid, das sehe ich da nicht. Auf jeden Fall hat er dann halt irgendwie um die 7 Euro Gebühren gehabt. Ich habe das ja damals freiwillig gesagt, dass ich ich habe dazwischendurch gesagt, so, ich zahle jetzt nur noch ab 20 aus, ab 30. Das mache ich freiwillig, damit ihr halt nicht so hohe Gebühren habt. Dann habe ich da, wie gesagt, dann 7 Euro, glaube ich, ungefähr waren es. So, und der hat auf jeden Fall letztendlich wohl kein Geld gekriegt. Ich habe es jetzt auch nur durch die Moderatoren und durch seine böse Schimpfmail irgendwie mitbekommen. Hat, wie gesagt, kein Geld bekommen, weil Zapo ihm auch nochmal Gebühren abgezogen hat. So, da kann ich aber nichts für. Ich habe davon überhaupt nichts gehabt. Ich ärgere mich da genauso, weil ich bin derjenige, der für das Geld oder für die Bitcoins arbeiten muss. Und natürlich hätte ich es auch lieber, dass ihr damit was machen könnt, als wenn es irgendwie in Gebühren verendet und niemand was von uns davon hat. Weil, wie gesagt, Coinbase ist eine Community, das soll uns allen was bringen. Und ich mache hier bestimmt nicht irgendwie, dass ich jemanden mit Absicht dafür sorge, dass der letztendlich kaum was von seinem Geld hat. Das wäre ja das Dümmste, was ich eigentlich in meiner Situation machen kann, schlechte Presse erzeugen.
Ja, das halt wie gesagt dazu, einfach, dass es nochmal verstehen. Ich glaube, ich werde es auch nach dem Video noch ein einziges Mal nochmal kurz aufmachen für alle, die es vielleicht trotzdem immer noch nicht begriffen haben, was das bedeutet. Einfach, dass die da jetzt alle 10 Euro und so weiter haben, dass die wirklich nochmal überlegen können, ob sie nicht eher warten wollen, bis sich da ein bisschen mehr angesammelt hat. Genau, danach ist das immer nur noch zum Abbrechen der goldenen Stunde möglich. Wie gesagt, ab und zu gibt es ja bei uns die goldene Stunde. Wenn wir das mit dem Büro alles jetzt fertig haben, wird es das auch wieder regelmäßig geben. Das hat ein bisschen auch was mit der Zeit bei mir zu tun. Und ja, da ermögliche ich dann in dieser Stunde, dass man auch seine Auszahlung abbrechen kann. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ihr dann schnell die goldene Stunde machen könnt. Das ist vielleicht in einigen Fällen möglich, aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass ich in dem Moment dann auf jeden Fall vor dem Rechner oder vor dem Programm sitze, wo ich das halt kontrollieren kann, weil in der Zeit, wo ich die Auszahlung abbrechen Funktion ermögliche, kann ich keine Auszahlung machen. Kann ich schon, aber die Erfahrungen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass dann da tatsächlich Leute sitzen, die warten dann genau diesen Moment ab, brechen dann in dem Moment auch bei CoinMax die Auszahlung ab. Ich merke das nicht und man kann doppelt auszahlen. Das ist der Grund, warum ich das halt nicht mehr dauerhaft ermöglichen kann. Auch ein Grund, warum wir zum Beispiel kein Instant Pay haben. Also würde ich das wirklich nicht alles manuell machen. Das dauert zwar in so Situationen wie jetzt manchmal auch länger, aber dafür sind wir langfristig erfolgreich und bleiben auch auf dem Markt und nicht wie andere, die dann praktisch innerhalb von ein paar Stunden leergeräumt werden und dann ist nichts mehr da. Leergeräumt wurden wir ja auch schon ein paar Mal, aber nicht leer, sag ich mal, sondern eher abgesahnt. Aber wie gesagt, ohne Schutz wäre es dann wahrscheinlich vorbei gewesen. Genau, in dieser Woche haben wir, wie gesagt, noch voll Umzug. Wir haben jetzt Möbel und so weiter organisiert. Ein paar Sachen kommen natürlich auch nicht sofort, jetzt wegen der Weihnachtszeit und weil das ein Designer und so weiter da, der passt das dann mit Computer und so weiter an. Da brauchten wir dann erst die Grundrisse und so weiter. Ja, einen großen Teil kriegen wir aber jetzt in dieser Woche und dann geht's halt auch wirklich richtig los. Also ich erwarte eigentlich oder gehe davon aus, dass wir praktisch zum 1. Januar halt wirklich richtig starten können mit Unterstützung und so weiter. Dass wir bis dahin halt alles organisieren und aufbauen. Trotzdem bin ich natürlich hier da und versuche so gut wie möglich alles weiter am Laufen zu halten. Genau, dann komme ich jetzt einfach mal zu den News. Das wollte ich ja jetzt öfter machen. Ich bin ja sowieso jeden Tag immer am gucken, wo gibt es gerade was für News. Und damit ihr einfach wisst, welche Zeitungen lohnen sich und welche nicht, man muss ja auch nicht alles kaufen, zeige ich euch einfach immer die besten. Jetzt fällt mir aber auch gerade wieder ein, ich habe ja hier wieder dieses Blöde mit dem Spiegeleffekt. Deswegen werde ich einfach dann erzählen und nur kurz halten, worum es da geht. Genau, da haben wir einmal die Zeitung Der Anleger, ist momentan im Handel erhältlich. Da geht es halt Bitcoin, das müssen Sie wissen und so profitieren Sie. Ganz interessant ist auch nicht nur wenig, also hier geht es wirklich mehrere Seiten mit Analysen und so weiter. Auch Geldbeutel, diese ganzen Erklärungen und so sind da nochmal mit dabei. Und ja, der Anleger lohnt sich momentan. Dann der Aktionär, der bringt ja in letzter Zeit fast in jeder Zeitschrift was über den Bitcoin. Ist auch ganz interessant zu beobachten, wie die so ihre Meinung entwickelt haben. Jetzt momentan warnen die eigentlich nur noch vor unseriösen Aktien im Kryptobereich und so weiter. Aber auch eine Menge auf jeden Fall zu lesen dabei. Dann ja, super interessant ist auf jeden Fall auch, ich weiß gar nicht, wie die Zeitung eigentlich heißt. Ich denke mal, sie heißt einfach Made in Germany, so wie es da drauf steht. Ist auch, genau, 2017, 2018, gibt es sonst auch Sonderausgabe. Auf jeden Fall geht es da um die Blockchain, also Blockchain, was kann die Blockchain, was macht man damit, damit man einfach überhaupt mal versteht, dass Bitcoin eigentlich schon allein in dem Sinne keine richtige Blase sein kann, weil hier etwa ein Bedarf besteht. Und zwar nicht nur die Wertentwicklung, die sich natürlich auch entwickelt hat dadurch, aber der wirkliche Grund, warum, sage ich mal, das so erfolgreich ist, ist das System dahinter und was man damit alles so machen kann, welche Firmen überhaupt damit arbeiten und was das bedeutet für unsere Zukunft. Also hier wird praktisch auch von der nächsten Revolution gesprochen, die unser Zeitalter jetzt erlebt. Und da findet man wirklich sehr, sehr viel Hintergrundwissen in dieser Zeitung. Liegt auch bei 6 Euro, finde ich, ist auf jeden Fall okay. Vor allen Dingen für die, sag ich mal, so die Networker und so weiter, die so Arbeitsmaterial suchen, die sind mit solchen Zeitungen, sag ich mal, auch sehr gut bedient. Ich brauche sowas noch nicht mal. Also egal, wo ich bin, ob beim Friseur, beim Arzt, in der Apotheke, egal wo, ich brauche nur erzählen, was ich mache. Ich habe heute zu meinem Bruder gesagt,
So wie die Leute nach meinen Visitenkarten fragen, hätte es sowas zu meiner HMI-Zeit, wo ich damals 18 war gewesen, hätte es das da auch gegeben, dann wäre ich wahrscheinlich heute verurteilter Betrüger im Milliardenbereich, weil es einfach so einfach gewesen wäre. Die Leute wollen es quasi, also es ist gar nicht, ich muss überhaupt niemanden überreden oder erklären, die Leute wollen es haben und die wissen einfach nicht wo und wie und da kommt ihr halt ins Spiel. Ihr könnt praktisch zeigen, wie die Leute ohne großes Hintergrundwissen und ohne großes Blabla einfach da dran kommen können, das umtauschen können und ihr habt sogar noch Provision davon. Ich bin schon beim nächsten hier, auch ganz toll, Handelsblatt hat es heute auch auf der Titelseite wieder drauf. Spiel ohne Grenzen, weil der Bitcoin die 20.000 Dollar geknackt hat. Auf jeden Fall super viel steht da diesmal drin. Aus der Vision wurde die Spekulation. Muss man halt einfach lesen. Ist super, super, super viel drin. Und den letzten, den ich für heute habe, ist Euro am Sonntag. Bitcoin, der neue Goldrausch, ist auch ein riesengroßer Artikel drin. Also mehrere Seiten, lohnt sich auf jeden Fall aktuell zu kaufen. Das war es erstmal soweit für heute. Ich habe jetzt gerade noch sehr viel zu tun. Das kann gut sein, dass ich mich sogar morgen früh direkt nochmal mit einem Video melde, weil es gibt bestimmt noch einige Sachen, die angesprochen werden könnten. Und ich muss jetzt nur einfach mal ein bisschen umsetzen. Ich bin die ganze Zeit fürs Büro unterwegs und sitze jetzt gerade quasi zu Hause und mache hier weiter. Ich bedanke mich bei allen fürs Zugucken, auch für alle, die momentan immer noch positiv dabei sind und, sag ich mal, auch wissen, dass halt einfach, dass diese Wartezeit nichts mit Scam oder sonstigen zu tun hat, sondern wir einfach jetzt gerade einen riesengroßen, weiten Schritt nach vorne gehen und das muss halt vernünftig und durchdacht sein und dann kommen alle weiteren Infos dann bald dazu. Ich wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!